Wir sind heute beim Museum für Kommunikation und besuchen heute den Fachtag zur Medienbildung und fragen dabei BesucherInnen, wo ihre persönlichen Grenzen beim Influencing liegen würden und inwiefern sie diese Grenze über ihren eigenen Erfolg stellen würden. Ich bin ja eine andere Generation und meine Generation ist ohne Influencer aufgewachsen. Durch meinen Beruf habe ich das immer alles mitbekommen. Und jetzt aus meiner Perspektive könnte ich mir nie vorstellen, Influencerin zu werden. Im normalen Leben muss ich schon manchmal die Authentizität aufgeben. Und als Influencerin, um mich zu finanzieren, muss ich ja permanent Grenzen überschreiten. Und das wird mir nicht gefallen. Meine persönlichen Grenzen, die sieht man eigentlich schon, weil ich bin 61 und entspreche nicht mehr der Norm der jungen Influencerinnen. Wenn ich dann in Rente gehe, dann mache ich vielleicht so einen Alterskanal. Was ist gut an Ernährung, an Sport und an Bewegung? Aber das kommt dann in 3 Jahren, wenn ich in der Rente bin. Ich verfolge nicht so viele Influencer, aber ich kriege ein bisschen was mit und in der Regel ist es schon so, dass die Grenzen, die werden, glaube ich, massiv überschritten. Ich glaube, die Grenzen sollten einfach mehr Beachtung, das wird schon mal reichen, wenn die Grenze, dass man weiß, okay, nach 10 Stunden wird es nicht mehr besser. Ja, da ist eigentlich meistens die Luft raus und dann sollte man mal schlafen und am nächsten Tag weitermachen, dann ist es gesünder und man hat am Ende auch ein besseres Produkt. Meine persönliche Grenze wären meine Kinder. Ich finde es nicht so schön, wenn man Familienmitglieder zeigt und sie nicht vorher vorgewarnt hat. I think my personal boundaries will come from good taste. Ich würde meine Grenze überall da setzen, bei allen Sachen, die ich nicht vertreten kann. Also ich glaube, ich könnte nie Werbung für ein Produkt machen, wo ich nicht selber sage, das ist gut. Oder von dem ich selber überzeugt bin. Jetzt meinen Sohn, die würde ich schützen, dass die nicht irgendwo mit reinkommen, wo sie gar nicht selber entschieden haben oder sich auch entscheiden konnten noch vielleicht, weil sie zu jung sind, es noch nicht abschätzen können. Überhaupt bei Kindern wäre ich immer sehr vorsichtig. Aber das Wichtigste für mich wäre, dass ich hinter dem stehen kann, was da ist, dass es mit meinen Werten übereinkommt.